棒！贝贝 ，Finn， 贝贝 ，Finn， 贝贝 ，Finn， 贝贝 ，Finn。Zwei Freunde und ein Bär. Zwei beste Freunde spazierten durch einen Wald. Ihre Namen waren Pummelig und Dünn. Hey, Pummelig, du und ich sind uns näher als Brüder, nicht wahr? Darauf kannst du wetten, Dünn. Ich bin immer für dich da, egal was. Du weißt das, oder? Da schworen Pummelig und Dünn auf ihre Freundschaft. Und in diesem Moment erschien ein großer Bär direkt vor den beiden. Ah! Hilfe! Hilfe! Dünn rannte schnell und kletterte auf einem Baum. Er saß dort und ließ die Beine baumeln. Pummelig war hingegen so dick, dass er nicht weglaufen konnte. Okay, wenn ich mich nur totstelle, frisst mich der Bär nicht. Pummelig fiel schnell zu Boden und tat so, als sei er tot. Da kam der Bär auf Pummelig zu und schnupperte an ihm. Dann ging er in Richtung der Berge davon. Nachdem der Bär verschwunden war, kam Dünn vom Baum herunter und fragte: Hey, Pummelig, ich sah, dass der Bär dir was ins Ohr geflüstert hat. Was hat er gesagt? Pummelig sah Dünn enttäuscht an und antwortete: Er sagte, dass ein Freund, der auf einen Baum klettert und nur sich selbst rettet, überhaupt kein Freund ist. Was? Video? Vergiss nicht, uns zu abonnieren! Abonnieren! Sucht nach Pinkfong auf YouTube!